herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es ums Thema Visionen. Das passt ja auch zum Jahreswechsel, zum neuen Jahr. Auf was richtest du dich aus? Was sind deine neuen Ziele? Wo geht für dich die Reise hin? Und ich erlebe es bei Sitzungen ja so, es gibt zwei Leute. Es gibt Leute, die sind absolut uninspiriert und dann gibt es Leute, die sind eigentlich nur mehr nach vorne gekippt. Also die Uninspirierten trümseln so in der Gegenwart hin und da gibt es keinen Fokus, keine Ausrichtung auf irgendein Ziel hin. Da liegt die Energie brach. Dann gibt es so die Typen, die nur vorne sind, wo das Energiefeld eigentlich immer nur in der Zukunft ist, wo immer so ein gewisser Stress sich aufbaut. Ja? Da ist immer so eine gewisse Spannung, so ein gewisser Stress drinnen. Und dann gibt es noch, ganz vereinfacht ausgedrückt, die Leute, die in der Vergangenheit hängen, die immer sagen, früher war alles schöner, wo dann auch die Energie ausgeht und die eigentlich dann so ein bisschen in so eine Erschöpfung reinkommen. Und das sind so diese, grundsätzlich so diese Energietypen, so ganz grob zusammengefasst. Und wir beginnen die heutige Übung gleich mal damit, dass man mal schaut, wo bist denn du eher beheimatet von deiner Energie? Bist du eher jemand, der viel Pläne im Kopf hat? Bist du jemand, der so immer momentan im Kreis läuft oder immer in der Gegenwart, so ein bisschen immer beschäftigt ist, wo immer die Energie so dahin plätschert? Oder bist du eher jemand, der in der Vergangenheit hängt und sagt, okay, oh Gott, früher war alles schöner oder als diese Person noch da war, war es noch schöner, als ich dort gewohnt habe, war es noch schöner. Oder vielleicht bist du eine Mischung aus diesen Typen. Also prüf das mal für dich. Und dann atme mal tief ein und wieder aus. Und egal, ob du jetzt mehr in der Zukunft, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart feststeckst, beginnt jetzt mal eine tiefe Reinigung, dass dieses Feststecken, Festgefahrensein, egal wo du bist, sich löst. Und du kannst dir vorstellen, dass dein Körper wie eine Schale ist, wo alle Energien aus Zukunft, Vergangenheit und auch Verstrickungen der Gegenwart jetzt zu dir zurückkommen. Das ist wie ein stetiger energetischer Fluss und dein Innerstes bekommt jetzt mehr und mehr Kraft, Klarheit und Energie. Deine Energie richtet sich um dein Zentrum aus. Und in diesem Zentrum, in diesem Mittelpunkt, reinigt sich deine Energie. Und formt sich neu. Du kannst dir diese Energie wie goldenes Licht vorstellen oder weißes Licht. Das sich jetzt in dir sammelt. Und du spürst, dass du ruhig, klar und voller Vertrauen bist. Dein Bewusstsein
sammelt sich in der Energie. Du bist reine, weiße, strahlende Energie. Und diese weiße Energie breitet sich jetzt aus. Wie ein weißes Gewand, das sich um dich legt und auch in deine Zellen, deine Muskelfasern, deine Knochen fließt. Strahlende weiße Energie. Und diese Energie baut sich jetzt in einem Lebensmuster auf. Vielleicht ist es ein Stern, vielleicht die Blume des Lebens, vielleicht der kabbalistische Lebensbaum. Vielleicht ein Würfel, vielleicht eine Merkaba. Aber deine Energie bekommt jetzt die Form, die Struktur. Wie ein kristallines Gitter. Und vielleicht nimmst du eine Form wahr, vielleicht einfach nur diese Struktur. Und diese Form, diese Struktur gibt dir jetzt die Möglichkeit, an verschiedene Punkte deiner Lebensenergie zu reisen. Die Punkte, wo du in der Vergangenheit festhängst, werden nun aktiviert und gereinigt. Die Punkte, wo du in der Gegenwart dich verfahren hast, werden aktiviert und gereinigt. Und die Punkte, wo du zu sehr in der Zukunft dich nach vorne gestreckt hast, werden aktiviert und gereinigt. Und nun atmest du mal tief ein und wieder aus. Und die Energie sammelt sich jetzt in deinem Visionszentrum. Im Zentrum deiner Visionen. Hier und heute erlaube ich mir, inspiriert zu sein, klar zu sein und meine Visionen vielleicht fürs neue Jahr, vielleicht Vorsätze einfach mal zu aktivieren. Und du musst jetzt gar nicht bewusst wahrnehmen oder wissen. Es geht nur mal darum, du aktivierst diese Visionsenergie und du aktivierst jetzt das Bewusstsein, dass du in den Fluss gehst, in den energetischen Fluss des Lebens. Und du spürst, wie du hochgehoben wirst, ganz sanft, von einer sanften Energie und in den Fluss des Lebens eintauchst und mit diesem Fluss weitergetragen wirst. Und du spürst nun, dass dieser Lebensfluss
fließt, stetig fließt und du Teil des Flusses bist und du spürst, dass der Fluss manchmal weiter ist, manchmal enger ist, manchmal schneller fließt und manchmal langsamer fließt. Aber du spürst, dass sich alles bewegt, alles fließt, alles im Fluss ist. Und nun bist du bereit für neue Bilder, neue Visionen, neue Horizonte. Die Welt öffnet sich vor dir. Das kann mit Reisen zu tun haben, inneren Reisen wie äußeren Reisen. Vielleicht möchtest du eine gewisse Art Mutter oder Großmutter sein oder Freundin sein, Tochter sein. Vielleicht eine Art Partnerin oder Partner. Vielleicht geht es wirklich um Reisen, um Ortswechsel, um Bewusstheitsvisionen, um neue Gedanken, öffnende Gedanken. Erlaube dir absolut in diesen Fluss einzutauchen. Und atme mal tief ein und wieder aus. Spüre jetzt, wie sich alte Gedanken, alte Manipulationsenergien lösen, wie dein Bewusstsein klarer wird und stabiler, wie sich alte Ängste lösen, wie du immer freier und klarer wirst. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre diese Energie auch der neuen Zeit des Neubeginns in dir, in jeder Faser deines Seins. Und spüre auch gleichzeitig, wie dein Zeitgefühl sich einfach anhebt, wie deine innere Uhr sich ausgleicht und angleicht mit dem Fluss des Lebens. Und spüre, dass die große Vision, das größte Ziel, das höchste Ziel, das es für jeden zu erreichen gilt, dir jetzt frei steht und du dich auf dieses Ziel zubewegst. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus.
und spüre jetzt die Beweglichkeit in jeder Faser deines Daseins. Alte Blockierungen, die letzten alten Blockierungen fallen jetzt nochmal ab. Und dein ganzes Dasein ist erfüllt von Licht, von Klarheit und einer inneren Vision. Bedank dich bei deinem inneren Licht, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und spüre, dass diese neue Zeit deine Zeit ist. Dass dieses Leben dein Geschenk ist. Und dass du die Herrin und der Herr in diesem Leben bist. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und dann streck mal deinen Körper, spüre diese Energie nochmal, diesen Fluss. Bedank dich nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei deiner inneren Vision und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen. Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und falls du Themen oder Fragen hast, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen guten Start dann auch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Erani. Tschüss.